Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Space Astronomy. Und Malte und ich, wir sind bereits auf dem Mars. Hallo. Hallo. Und Anja ist noch auf der Erde. Hallo. Jo, hallo. Muss den Tesseract noch anschließen. Ui, okay. Damit na dann mach das mal. Items ganz, empfangen kann. Ganz fix, weil wir wollen nämlich loslegen. Wir haben in der Zwischenzeit zwei Dungeons gefunden. Ja. Oh, da können wir auch noch Grades reinmachen. Und weil wir ja hier die... wir können noch die eine Quest claimen, hier die Sulfur. Ja, genau. Oh, stimmt. Ich habe eben noch schnell diese komischen Dinger da, die Sulfur-Pfeile fertig gemacht. Schmeiß ich jetzt auch mal ins ME, oder? Aber die Sulfur... Wow, die muss man aufladen. Okay. Wieso habe ich denn nur den Helm bekommen? Vielleicht muss man sich eins aussuchen. Nee. Nee, ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe nur den Helm gekriegt. Okay, ah, jetzt habe ich alles nicht gekriegt. Aber so. Ich glaube, die Dash-Rüstung ist immer noch besser, oder? In der Batterie kann man auf jeden Fall nicht aufladen. 672. Jo. Ja, Dash-Rüstung ist besser. Gefällt mir auch besser. Also habt ihr noch irgendwas mal zum Durchschicken? Das mal nochmal testen? Ja. Sulfur. Huch. Aber Melanie Steinschwert. Hat schon wieder abgebaut. Steinschwert muss ich erstmal gucken, ob. Ach so, nee, ich habe alles schon abgebaut, weil das ach hatte so doch funktioniert und weil. Ja, ich habe es ja jetzt aber jetzt anders konfiguriert loslegen als beim Testen, deswegen. Naja, dann. Ja, no ich werden wir sehen. Muss halt dann einer nochmal da durch, dann durch den Teleporter. Das ist ja jetzt nicht mehr geht so ja das flut. Ding. Richtig. Flut. So, flutscht. Meine Lasergun will ich noch schnell ablegen. Wir können ja zuerst schon mal schauen, Malte, ob wir hier irgendwo was finden. Warte mal, Höhe haben wir hier. 9,5. Vielleicht gleich hier vorne die in der Quarry aufbauen, auf diesem Plateau hier. Muss das gerade sein, wo das aufgebaut ist mit den Zäunen? Eigentlich mit der Quarry ist es, glaube ich, egal. Oder? Anja? Nee, nur der Zaun muss eine gerade Linie bilden. Ah, na dann müssen wir da doch eine Oberfläche hier wegmachen. Dann... Da. So, okay, dann fange ich hier einfach mal an, den Zaun hinzusetzen. Bin ich schon im Portalraum oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich jetzt zu weit oder nicht? Ich weiß es nicht. Bin ich schon drin? Oh nee, dann war ich 22. Doch noch aber klein. Ja, Moment. Oder wir müssen noch was dran setzen, ja. Warum? Ah, da unten. 27, 28, 29, 30. Vielleicht erstmal 30 und dann gucken wir mal. Ah, Teleporterrahmen. So, und wie komme ich da jetzt durch? Auch einfach durchlaufen? Reingehen. Oh, das habe ich nicht gezählt. Pommelt. 1, 2, 3. Ich sehe dich. 6, 7, 8. Geil. 9, 10. Rüdiger, mein Schatz! Hallo, Rüdiger! Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich sollte Feuerzeuge mitbringen. 22, ja. Ich gehe noch mal nach Hause. Jetzt habe ich mich verzählt. Stimmt. 25, 25, 27, 39. Ah. So. So. Danke. Haben wir Feuerzeuge? Nee, aber wir haben Blind. Und wir haben Eisen. Das war falsch. Was denkt ihr, wie viel ich mal machen soll? Ich weiß nicht, erstmal für jeden zweit. Das ändert sich doch dann eh wieder, wenn die was gefressen haben. Ja, ich mach mal so ein paar. So,
So, und muss dann an eine dieser Ecken, die in der Query hingesetzt werden, am besten an der Ecke. Am besten an der, wo man am nächsten drankommt. Dann machen wir das hier gleich mal. Oh, ich komme zurück. Oh. Okay. Bin ich schon wieder. Huch. Oh. Hey, jetzt hat's aber gerade gelaggt. Bei mir nicht. Boah. Meine Frames gleich eingebrochen. Achso, das so kannst ja nur du hier. Muss ich den Tesseract zuerst hinsetzen und daneben dann die Ender Query oder erst die Query und dann den Tesseract? Ich hab dir gerade gar nicht zugehört. Verzeihung, weil ich war hier gerade. Okay, ich setze jetzt hier also mal du musst den Tesseract, was war mit Tesseract? Ob ich den Tesseract zuerst platzieren soll und dann die Ender Query oder umgedreht? Nee, mach erst die Ender Query und dann den Tesseract obendrauf am besten. Oh, obendrauf, okay. Analyzing Fancy Bouncy Success Established. Okay. Ja, was tut sich? Nix. Null Blocks gescannt. Ja. Mining at bla bla bla. Du musst erst... Scannt der? Der Tesseract konfiguriert. Genau, der macht dann... Der scannt jetzt erst. Kann ich denn hier ja, drin Ja, die Konfiguration stimmt ja. Die haben wir ja... Nein, ich ja nichts er ändern. Muss erstmal ja die Lage scannen sozusagen. Sein Feld. Aber er hat... Ach so. Keinen Strom. Sollte er eigentlich. Wo siehst du das? Ach doch, 0 von RF, ja, stimmt. Wo kann ich denn hier meine Dings laden? Meine Sauerstofftanks, wo waren das? Na vorne bei den Büschen. Ach, ich dachte, das hätten wir nach drinnen gelegt. Nee, das war in der. Ach doch, kannst du auch, aber auch bei den Büschen draußen. Aha. Du kannst drin und draußen. Ich bin nämlich schon ein bisschen leer. Hat er aber keinen Strom? Wer? Die Query. Sollte doch vom Tesseract kriegen. Ich hab mal eben auf Erd umgeswitcht, aber er macht nichts. Nee, unten habe ich ja Mars. Ja, jetzt bin ich auch wieder auf Mars, aber... Nee, Mars ist ja auch richtig. Das hatten wir ja vorhin ausprobiert. Ja. Da muss man ja nichts umstellen. Null. Null RF. Oh, das verbindet sich irgendwie nicht. Creeper. Oder hast du das falsch gesetzt? Was will man da falsch setzen, wenn man das drauf setzt? Ja. Man den... Warte, ich kann den nochmal abbauen. Den in der Query. Na, wie will man die falsch setzen? Weiß ich setzen? Auch nicht. Kann ja sein. Die hat hier oben, hat sie einen Ausgang, ich weiß es nicht. Null Blocks, der sagt immer das Gleiche. Wenn ich es jetzt hier davor setze. Null Blocks gescannt. Null RF. Er kriegt keinen Strom von dem. Aber empfangen steht Energie. Ja. Komisch. Und der Tesseract, den du auf der Erde platziert hast, der hat auch Energie? Ja, ich habe den ja, wie gesagt, ans ME-System angeschlossen und da hat er ja Energie. Merkwürdig. Ja, ob die Energie auch ausreichend ist? Vielleicht reicht die gar nicht. Guck mal, das sind... Und warte, Redstone. Stehen da wirklich 10 Millionen RF oder verzähle ich mich mit den Nullen? Was ist mit diesem Redstone Kontrolle? Hier steht nämlich aktiviert. Aktiviert. Low. Muss das sein? Nee, das sollte alles weg sein eigentlich. Gar nichts. Dann ignorieren. Ja. Deaktiviert ist mal die Feuerzeuge hier Energie. Rein. Passt aber. Item-Modem senden und ja. Und Energie soll er empfangen, aber das tut er nicht. Nee. Kriegt er
kriegt nicht Energie. Also ich habe jetzt hier noch eine Energiezelle, die könnte ich ja mal dran klatschen, aber das bringt es ja nicht. Mhm. Oder das ist es ja nicht. Huch, Vorsicht, warte mal, ich muss dich mal runterschubsen. Kannst du mal einen Block weg? Warte. Ach, ich kann dich gar nicht. Nee, nimm's nicht mal vom Energiezelle. Was? Wieso denn nicht? Warte mal. Drauf. Endet. Jetzt. Obendrauf. Jetzt kriegt ja, der Steinbruch Energie. Ja, auch obendrauf. Ja, und da ging's nicht, nee. Ja, weil, also ich weiß, dass wir es bei Sky Factory damals auch obendrauf hatten. Hm. Ja, der hat's aber nicht genommen. So, also, oder, weil wie gesagt, hier geht auch kein Strom weg. Die Kondensatorbänke sind gleichbleibend. Ja, ne, ich habe jetzt die gehärtete Energiezelle obendrauf getan. Der hat jetzt 8 Blocks gescannt. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Nee. Der zutscht jetzt erstmal alles aus der Energiezelle raus. Der hat ihn obendrauf gesetzt hier. Ja, also ich kenn's auch nicht anders, aber es hat ja nicht funktioniert. Melanie hatte ihn ja schon obendrauf. Ja, vielleicht lag's daran noch, weil da das Redstone-Signal aktiviert. Hast du den anderen denn auch so, dass der sendet und ja, Energie? Ja, er sendet nur die Energie und empfängt nur Items. Muss ja genau andersrum sein hier, der. Ja. Der Block hier ist fast leer, also die Energiezelle. Ja, ja, ne, der zutscht da jetzt alles raus. Ach, ich will doch gar nicht höher, ich will nur die scheiß Türen. Vielleicht habe ich auch muss ich mit dem Item-Duck noch irgendwas machen. Weiß nicht. Nicht. Wie lange geht die Folge jetzt schon überhaupt? 12 Minuten. Ah ja. Dann können wir noch schnell in den Tannen. Eben, das mal wäre eben noch ganz gutes. Gucken hier. Otti. Ja? Ich komm nicht mehr in das Tor rein. Ich treff. Mach dir einen Block davor. Ja. Ah, jetzt. Okay, nee, dann geh mal kurz schauen wir mal. Gucken. Wie sieht das denn aus, wie der läuft? Das stimmt ja auch nicht irgendwie. So. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal zu den Dungeon gucken, dass wir... Hier steht jetzt auch nur 8 Blocks gescannt. Er macht irgendwie nicht weiter. Nee, das ist, Das ist schon richtig. Ach so? Empfangen. Energiezelle ist jetzt leer. Aber vielleicht kann da auch keine Energie empfangen vom ME. Keine Ahnung. Vielleicht geht das ja nicht. Weil es eigentlich Schwachsinn. Jetzt hat er wieder... Ach, er hat schon gar keine Energie mehr. Deswegen hat er nicht mehr als 8 Blocks gescannt. Das ist auch komisch. Stell mal wieder den Tesseract drauf. Ja. Ich hab jetzt da auch mal dieses Redstone-Ding deaktiviert. Ja, das ist aber doch standardmäßig deaktiviert. Nee, ja, vorhin eben war es aber aktiviert. Das, ja. Aber es steht 0 von 10.000 RF. Er macht's nicht. Er kriegt keine Energie über den Tesseract. Ja, komisch. Nur senden. Flüssigkeitsmodus aktiviert. Energiemodus nur empfangen. Warte mal. Ach, jetzt habe ich das empfangen. Video schon zugemacht. Moment. Er kriegt keine Energie. Ich muss mir einen zweiten Sauerstoff holen. Nee, der hat die nicht. Ja, vielleicht sollten wir noch mal schauen. Ja, wir sind ja jetzt hier schnell von A nach B gelatscht. Was liegt denn hier für ein Schwert? Ja, ja, ich würde halt jetzt den Dungeon noch mal anschauen, ob wir die andere Schematik bekommen. Richtig. Ne, keine Ahnung. Hast du dir den Dungeon denn markiert, Leonie? Ja. Dann können wir uns da ja alle hinten parkieren.
Ich bin gerade dabei, den Sauerstofftank aufzuladen, aber ich habe noch einen zweiten, dann nehme ich den erstmal, damit es jetzt nicht noch länger wird. So. Hä, wieso habe ich jetzt noch so einen Helm hier drin? Okay, dann TP ich mich da mal schnell hin. Dungeon. So, ich bin vor dem Dungeon. Komme. TP. Milo. Oh nein! Was denn? Was? Wie doof das denn jetzt? Ich habe irgendwo mein Jetpack. Habe ich das wieder zum Aufladen irgendwo hingetan? Okay. Dann musst du dich gleich raus teleportieren. Dann grabe ich mich jetzt hier oder springe ein bisschen nach unten. Wo habe ich denn das hingetan? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das weiß ich auch nicht. Würde ich ja auf die Schultern nehmen. Nee, man fällt ja leider schon Party. Durch. Oh, ganz schön Party. Ja, mal kaputt. Einen Spawner habe ich. Oh! Verstärkung ist da. Ach, das Geklopfe hat mir ja sowas von gefehlt. Gut, dass ich zwischen den Aufnahmen auf dem Klo war. Also passt. So, dann wollen wir hoffen, dass wir hier halt schnell Schematik auch bekommen. Oh, hier haben wir viele Enderperlen. Und eine coole Brille. Technicolor. Ja, da haben wir mal schon öfter. Voll von Anus. Ah. Ein Teilungssiegel. Ach, na toll, jetzt hänge ich hier im Netz. Wo denn? Ach, da oben. Oben. Ja, das ist durch die Creeper, wurde ich hochgeschleudert. Ach, so fast. Ui. Aua. Geh weg, du Ding. Oh, ich wollte nicht. Irgendjemand hat sich vor. Oh, Entschuldigung. Aua. Vor mich geschlichen. Ja, ich. Nicht schon wieder. Oh. Immer wenn man gerade am Abbauen ist, spawnen die doofen Creeper. Oh. Oh, das sind ein bisschen viele. Oh, ich könnte ja mit feinem Bogen, aber. Ist spannender. Ich brauche eigentlich so sehen, auch, ne? Nur einen Schlag. Es ist eigentlich ein Wunder, dass du es überhaupt triffst mit deinen Obenarmen da. Immer nach oben, ja. Aua. Jetzt noch ein Spawner. Boah, muss. Der ist abgebaut, dann spawnt nochmal so ein Idiot. Du davor nicht, ne? Jetzt hänge ich wieder an. Ja, das geschieht ja recht. Ja, was heißt vor dich? Ja, ich war die ganze Zeit. Ja, ich auch. Wir kloppen uns noch drum, wer wen hauen darf. Ich darf nie jemanden hauen, weil er immer zu zweit vorlatscht. Ja. Bitte schön, du darfst zuerst rein. So, auf geht's. Scheiße.
Oi. Ah. Ah. Oh. Oh. Zwei Herzen verloren, das ist erstaunlich. Dann walte deines Amtes. Wo ist der Schlüssel? Da. Ich bin nervös. Mal gucken. Wir gehen rein. Raketenwerkbank. Oh. Toll. Na toll, müssen wir den anderen Dungeon auch noch. Da ein Waypoint haben. Will schon noch jemand die Sachen mitnehmen? Ich kann nicht mehr, nix mehr tragen. Ja, hab's. Na gut. So, wir sind jetzt aber bei 24 Minuten. Okay. Okay, nee, dann schauen wir da einfach recht außerhalb der Aufnahme, ob wir die. Es geht ja um die Tier 4. Nee, um die Astro-Mind-Schematik. Ja. Dass wir die in dem anderen Dungeon finden. Ja. Bevor wir jetzt hier dann noch. Ja. Gut, ja. Dann tippen wir uns. Oder? Ja, wir können auch hier schon Schluss oder machen von ja. hier. Genau, dann machen wir ja. von hier Schluss und schauen dann in dem anderen Dungeon, mal sehen, genau. ob wir damit Glück haben. Genau. Da. Jo. Also tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.